Ja, hallo zu einem kleinen Flohmarkt-Pickup-Video. Ja, diesmal wirklich nur klein, dennoch hier erstmal das Intro. Ja, klein, aber fein. Diesmal wirklich kaum Ausbeute. Es war ein kleiner Flohmarkt, der hier bei mir in der Nähe stattgefunden hat, bei einer Grundschule. Und da denkt man sich schon, ja, es waren viel Kinderklamotten da und auch klassisches Zeug. Obwohl ich gedacht habe, dass ein bisschen mehr, ja, vielleicht auch Brettspiele ältere dabei sind oder ja, vielleicht auch ein paar Games. Aber es war gar nichts in dieser Richtung, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben diesmal am Sonntag nicht so viel Flohmärkte geguckt, wo was stattfindet, da wir am Samstag auf der Retro Games Börse waren oder der Retro Gamescom in Soltau, besser gesagt. Das hat ja auch ein eigenes Video bekommen. Jedenfalls haben wir trotzdem versucht, bündig zu werden. Ein paar Teile haben wir gefunden, die halte ich euch natürlich nicht fern, aber es ist keine Ausbeute wie sonst, deswegen ist das hier nur ein kleines Flohmarkt-Video. So, den Anfang macht eine Plastikspielekonsole. Eigentlich mehr wegen dem Motiv, hat mein Bruder das für einen Euro mitgenommen. Hier seht ihr Star Wars Motiv, die Ghost ist das aus Star Wars Rebels oder jetzt auch aus der Ahsoka-Serie. Sieht richtig gut aus. Das ist so ein bisschen wie die Switch nachempfunden. Man kann auch diese Cons, diese Joy-Cons abnehmen. Hier in der Mitte kann man aufklappen, da sind so kleine Geschosse drin. Die kann man hier oben laden, beziehungsweise hier vorne, wo das Rebellenlogo ist, da macht man es auf. Hier kann man es aufmachen, da kann man sie reinpacken und dann kann man sie hiermit abschießen, hier mit den Triggern. So ein bisschen wie so eine Trickkonsole. Ja, wie gesagt, wegen dem Motiv hat mein Bruder es mitgenommen für einen Euro und einfach nur als Gag. Das ist ganz witzig irgendwo. Ja, das ist auf jeden Fall der Teil gewesen. Dann hat er noch gefunden ein Disney-Taschenbuch oder so ein lustiges Taschenbuch vom Ultimate Phantomias. Genau, Ultimate Phantomias ist im gebrauchten Zustand, gab es auch für einen Euro. Ja, kann man auch wirklich nicht viel gegen sagen. So, was habe ich noch gefunden? Auch zwei Bücher, zwei alte Bücher. Und ihr seht, das ist wirklich nichts Berauschendes. Das ist sogar eigentlich ein Bibliotheksbuch, der noch im sehr guten Zustand. Und zwar hier, das war von, ich glaube von 71, genau von 71 war das. Hans-Otto Meissner, Expedition ins Abenteuer, Männern über die Welt. Das ist ein Esso-Buch. Hier seht ihr, das ist aus der Stadtbücherei, ist aber sonst ein sehr guter Zustand. Das Witzige ist dabei, ist, das kenne ich aus meiner Kindheit auch. Das hatten meine Eltern. Ich muss doch mal gucken, ob meine Eltern das noch haben. Das Besondere ist eben halt, das konnte man damals bekommen auf der Esso-Tankstelle. Ja, die Esso-Tankstellen, die gab es mal. Mittlerweile ist Esso, glaube ich, nur noch ein Großhändler, genauso wie BP. Die hatten aber auch eigene Tankstellen. Und wenn man getankt hat, hat man Einklebebilder bekommen. Und diese Einklebebilder konnten in dieses Buch geklebt werden. Also hier ist nichts, ist auch viel Geschichte über eben halt, ja, die Geschichte der Geschichte, ja, oh, wie die, kann man es zusammenfassen, hier über den Amazonas oder wie die Weltumsegelung, sozusagen die Entdeckung der Welt. Aber es fehlen hier auch immer wieder Bilder. Es ist wie so ein Einklebebilderbuch. Man konnte dann diese Bilder, ich glaube, die waren alle gleich groß, die konnte man dann erwerben oder bekommen bei der Esso. Ich weiß nicht, ob die eingepackt waren oder ob die so lose waren. Auf jeden Fall gab es immer ein Bild dazu zum Tanken damals oder ein, zwei Bilder, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das ist alles vor meiner Zeit gewesen, aber das war sozusagen ein Sammelalbum. Fand ich witzig, gab es für 1 Euro und habe ich dann auch gerne mitgenommen. Ja, dann habe ich mitgenommen für 1,50 Euro wohlgemerkt. Auch ein Buch, was man so nicht sieht, ist von 69, auch vor meiner Zeit. Ein Disney-Buch. Disneys wunderbare Welt, Abenteuer Amerika. Hier erzählt die Disney, oder erzählt Disney unterschiedliche Geschichten über die Weltgeschichte oder hier über, zum Beispiel über einen Zirkus, bebildert auch mit handgebilderten Zeichnungen. Aber es sind auch Disney-Geschichten dazwischen, wie hier zum Beispiel bei Amos, die schlaue Maus. Es ist recht interessant, das einfach mal zu sehen, die Geschichte Amerikas. Hier der fliegende Pauker, das ist übrigens auch so eine Kurzgeschichte, das auch verfilmt wurde. Das Remake dieser Geschichte ist, glaube ich, Flubber mit Robin Williams damals gewesen.
Und hier habe ich auch noch ein paar richtig coole Sachen. Ich suche, also hier ist auch die Western-Geschichte drin. Es ist so ein bisschen auch die anderen Disney-Seiten sozusagen zu erzählen oder erzählt bekommen. Man kann sie sozusagen zeigen. Naja, und hier zum Beispiel Onkel Remus erzählt, nachdem Remus, dem Onkel Remus ist übrigens auch diese Serie benannt. Es gab so eine Spielzeugserie, beziehungsweise so ein, weiß nicht, das ist falsch gesagt. Es gab so eine, und unter dem Titel Onkel Remus oder dann nur Remus, wurden auch viele Disney-Sachen verkauft, wie zum Beispiel Zeichnungen, die man freirubbeln musste mit Bleistift, die so fast auf so Zauberpapier waren. Oder ich habe euch vor einiger Zeit mal gezeigt, so ein Strickset, also so allgemeine handwerkliche Sachen, ein bisschen Zauberei-Gimmicks und auch kleine Hörspiele, wie zum Beispiel auch von den Little Ponies oder Masters und Gummibärenbande und so weiter. Da gab es auch einige Sachen. So, ich habe jetzt hier noch eine schöne Geschichte, die kenne ich aus meiner Kindheit. Donald Duck und seine Neffen besuchen das Disneyland. Richtig cool, finde ich, jetzt ein klassischer Band. Und wie gesagt, gab es für 1,50 Euro, ist mal was anderes. Ihr seht, das war schon fast die ganze Ausbeute. Eine Sache habe ich hier noch. Für 2 Euro habe ich eine DVD-Box gekauft. Und zwar Sealed, die Laser Weapon Director's Cut Box. Die Special Edition. Das ist Laser Weapon 1 bis 4 drin im Director's Cut. Ich erzähle gleich nochmal was dazu. Das ist die zweite Auflage. Das sieht man, dass diese Discs erstmal im Plastikcase sind und in dem normalen Jewel Case und eben halt grau. Wenn sie silber sind, so wie die Box im Endeffekt, ist es die erste Auflage. Die erste Auflage hat das Problem, dass die Discs anlaufen. Das hat die zweite Box nicht. Ja, was kann ich noch dazu sagen? Diese Director's Cuts, das sind also teilweise verlängerte Filmfassungen, gerade von 1 bis 3, die sind bisher nicht auf Blu-ray erschienen und nicht im digitalen Bereich zu sehen. Es gibt viele Filme, auch auf Paramount Plus zu sehen. Ich weiß gar nicht, ob das Paramount jetzt hier war oder... Nee, das ist Warner, aber Warner, wie gesagt, bringt auch nur die normalen Fassungen raus. Die Director's Cut Fassung gibt es nur in dieser Edition. Ja, Teil 4 ist in der ungeschnittenen Fassung, ist ja auch ab 18. Ja. Und das war schon. Das waren die Flohmarktfunde von, ja, das war ein Schulflohmarkt. Wunder, dass ich überhaupt die Laser Weapon Box da gefunden habe. Und ja, kleine Runde, nicht besondere Funde, kann man ja sagen. Und ja, das war's. Ansonsten kann ich nur sagen, liken, teilen, abonnieren. Schnackt mit mir wiederum. Kennt ihr die Sache aus eurer Kindheit oder wie auch immer? Oder haben eure Eltern das gehabt? Gerne in die Kommentare. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal mit hoffentlich mehr Ausbeute. Obwohl langsam nähern sich die Flohmärkte leider dem Ende. Aber es gibt genug tolle Sachen, die ich euch dennoch zeigen kann. An Pickups oder an, ja, Sascha und Tour-Videos. Also beim nächsten Mal wieder reinschauen. Bis zum nächsten Mal.